Jochoran Y. Santarcilia, 1713 bis 1773. Jochoran Y. Santarcilia wurde in Novelda, Alicante, geboren. Er wurde in die Royal Company of Marine Guards aufgenommen, schiffte sich 1730 ein und nahm an Bord der Castilla an der Landung von Oran teil. Seine wissenschaftliche Ausbildung brachte ihm die Ernennung ein, mit Antonio Daulio an einer spanisch-französischen wissenschaftlichen Kommission zur Messung des Meridians in der Nähe des Äquators teilzunehmen, Daten, die notwendig sind, um die wahre Figur der Erde zu kennen. Während der 9 Jahre, die die Expedition dauerte, schrieben Jochoran und Daulio zusätzlich zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit wertvolle Berichte zu verschiedenen politischen und militärischen Fragen im Zusammenhang mit dem Vizekönigreich Peru. Nach seiner Rückkehr wurde Jochoran von der Französischen Akademie der Wissenschaften, der Royal Society of London und der Berliner Akademie der Wissenschaften als Mitglied aufgenommen. 1748 zum Schiffskapitän befördert, wurde Jochoran nach London geschickt, um englische Schiffbausysteme zu studieren. Diese Aufgabe war mit dem Erwerb der Bücher und Werkzeuge verbunden, die für die Schaffung des Royal Astronomical Observatory in Cadiz erforderlich waren. 1751 zum Kapitän der Royal Company of Marine Guards ernannt, verbesserte er die wissenschaftlichen Ausbildungsprogramme seiner Schüler und veröffentlichte ein Navigationskompendium für den Unterricht künftiger Offiziere. Als wahrhaft illustrierter Seemann war er in vielen verschiedenen Tätigkeitsbereichen hervorragend. Zu seinen zahlreichen Erfolgen zählen die Gründung der Friendly Literary Assembly im Jahr 1755, der Erfolg seiner außerordentlichen Botschaft in Marokko im Jahr 1767 und die Veröffentlichung seines Meisterwerks Maritime Examination von außergewöhnlicher wissenschaftlicher Bedeutung im Jahr 1771. Er wurde am 2. Mai 1860 im Pantheon der berühmten Seeleute beigesetzt.